Hallo im Küchengarten. Heute habe ich ein kleines Indoor-Projekt für euch. Und zwar habe ich mir in der letzten Zeit bei diversen Aktionen unheimlich viele neue Orchideen und andere Zimmerpflanzen gekauft. Ich merke, es juckt mir schon so in den Fingern. Ich möchte das Grün wieder spüren, im Garten wieder werkeln. Und momentan, wo es draußen doch immer noch kalt und eisig ist und an Gartenarbeit nicht zu denken ist, habe ich mich eben mit Zimmerpflanzen über Wasser gehalten und da ordentlich zugeschlagen. Jetzt habe ich natürlich zu wenig Platz, aber ich habe schon die richtige Stelle hier bei mir im Haus, im Wohnzimmer gefunden, wo ich schon lange etwas für Zimmerpflanzen gestalten wollte. Das ist ein Nordfenster, ein riesengroßes, was fast bis auf den Boden runtergeht. Das Blöde ist allerdings, dass es dort einen Heizkörper unter dem Fenster hat. Das heißt, ich kann kein Möbel richtig nah ans Fenster stellen. Der Platz ist auch nur begrenzt. Und deswegen möchte ich mir heute etwas selbst machen aus Holz. Ein bankartiges Konstrukt, das ich mit Pflanzen nach Herzenslust bestücken kann. Ein kleiner Tipp, wenn es daran geht, dass ihr euch selber etwas aus Holz oder anderen Materialien zusammenbaut, gebt nicht auf, probiert herum, versucht es einfach. Ich habe mir auch eines Tages gedacht, also wenn andere das können, kann ich es auch. Habe einfach angefangen und wenn es dann nicht so gerade ist oder nicht so wunderschön, ein bisschen schief oder ganz wenig wackelt, das macht überhaupt nichts, es ist selbst gemacht und wenn es zu eurem Stil passt, kann es nicht schöner und besser sein. Hier hinter unserer Couch im Wohnzimmer habe ich eben ein wunderbares nordseitiges Fenster. Da sind die Fenster echt groß, da kommt schön Licht herein. Es wird eigentlich auch nicht genutzt, dieser Platz. Das Problem ist nur, dass ich hier einen Heizkörper habe. Das heißt, ich muss da ein bisschen basteln, damit das Brett, die Stellage, die ich hier machen will, um meine Orchideen und andere Zimmerpflanzen hier hinzustellen, damit das hier stabil steht. Jetzt messe ich auf jeden Fall mal die Maße ab. Um das Holz jetzt zu schützen, falls beim Gießen der Pflanzen doch mal was überläuft, streiche ich es jetzt mit einer Holzschutzlasur ein. Eigentlich wollte ich das Ganze mit Leinöl-Firnis machen, aber das ist mir ausgegangen. Aber ich habe hier noch so eine Teaköl-Schutzlasur gefunden. Das kommt sicher auch gut hin. Thank you.
Jetzt habe ich alle Hölzer eingestrichen. Jetzt muss das Ganze ein paar Tage richtig gut durchtrocknen, bis ich es weiterverarbeiten kann. Und das lasse ich in der Garage. Also trocknen lasse ich es in der Garage, weil es soll warm durchtrocknen. Es darf keinen Frost geben und es darf auch nicht, die Luftfeuchtigkeit darf nicht zu hoch sein. Jetzt sind also ein paar Tage vergangen. Die Lasur ist wunderbar, also das Teaköl ist wunderbar auf den Hölzern getrocknet. Und jetzt möchte ich es endlich zusammenbauen. Und zwar hier direkt am Objekt. Das mache ich so am liebsten. Dann sehe ich gleich, wo es hapert und wo ich noch irgendetwas ändern muss. Lucky. Und deswegen habe ich mir auch gleich meine Werkzeuge mitgebracht. Viel brauche ich da ja nicht. Ich muss das Ganze nur zusammenschrauben. Und was ich auch noch mache, ich habe hier so Filzecken, die mache ich mir bei den Füßen unten drauf, damit ich mir hier den Laminat nicht zerkratze. Und zusätzlich werde ich auch die Füße noch innen mit Winkeln befestigen, mit so Eisenwinkeln. Für die Stabilität ist das ganz gut und innen sieht man es ja nicht. Also lege ich mal los. Werde ich das Ganze umdrehen und dann meine Winkel als zusätzliche Stabilitätsunterstützung anschrauben. Nachdem ich nun alles erfolgreich zusammengeschraubt habe, komme ich zu der schönsten Seite dieses ganzen Projektes, und zwar der Dekoration und der Bestückung mit meinen Lieblingen. Dieses kleine, feine Projekt fertig und ich kann mich täglich in meinem Wohnzimmer daran erfreuen. Ich habe auch sogar noch etwas Platz für neue Pflanzen, die ich im Kaufrausch mitgehen lasse.
Nochmal dazu gesagt, ich bin also kein Tischler in keinster Weise ausgebildet. Das war nur ein schnelles, kleines Projekt für mich selbst. Schaut nicht so genau hin, da ist sicher irgendwas schief, wackelt oder ist nicht ganz professionell gemacht. Da bedanke ich mich für eure Nachsicht. Ich habe auf jeden Fall Freude daran, die Katze auch, die hört ihr im Hintergrund. Ich danke euch sehr, dass ihr mich heute begleitet habt bei diesem kleinen, schnellen Projekt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Wenn ja, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen rauf. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und hoffe, dass wir uns auch nächsten Mittwoch wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!